mit dem 13. Teil des Minecraft Diamant Let's Play. Ich muss so weit hier den Raum weiterbauen. Oder welche Höhe? Eigentlich brauche ich nicht auf der Höhe zu gehen, ich kann ja auch einen niedriger gehen. Muss ich nun dies hier alles nochmal einen Block runtergraben. Und der Raum soll ich 1, 2, 3, 4, 5 mal 5 mal 5 messen. Und ich werde das hier noch weggraben. Damit der Raum endgültig 5 mal 5 mal 5 ist. Da auch noch zwei Blöcke. Das sind erstmal 5 mal 3, 4. Geht ja immer an die Oberfläche hier oben. Nicht tief genug anscheinend. Aber jetzt muss ich damit leben, dass es nicht tief genug ist, wo ich bin. Und dann muss ich gleich erstmal an die Oberfläche gehen, wie das da aussieht. 1, 2, 3, 4, hier muss ich noch. Und wieder Diamant, aber ich werde das hier als das Netherrack, also diesen Netherrack, wie das auf Deutsch heißt, ausrüsten. Oder aufbauen hier. Dieses Potzol da soll weg. Diamantspitzhacke, das geht natürlich am schnellsten. Ah, bin gleich fertig. Hier sind die letzten Steine, die ich hier abbaue. Hier soll dann das Netherportal. So. Da ist die Hilfslinie da oben. Feuerzeug muss ich erstmal noch machen. Also Feuerzeug muss ich mir noch eins holen. Werde ich am liebsten Fall auch in den Nether auch gehen. Soll ich hier noch Flint? Ja, hier habe ich noch Flint. Das Gold ist fertig, jetzt das Eisen rein. Und das Gold zählt unter wertvoll, deswegen kommt das hier rein. Auf zwei Eisenbahnen. Bin mit einer Dia-Rüstung ausgestattet. Hat ein Steinschwert und darüber hinaus noch ein Diamantschwert. Und jetzt sind wir mit dem Feuerzeug. Das geht so. Feuerzeug. Dann werde ich das anzünden. Dieses Portal hier. Zack, angezündet. Das ist ein Netherportal. Jetzt gehe ich da direkt auch mal ins Nether rein. Landschaft wird runtergeladen. Weil ich nämlich noch nie im Nether war in der Welt. Also ich, in der Welt bin ich sozusagen verpflichtet aufzunehmen. Und ich wohne in einer relativ ruhigen Gegend. Glowstone. Und auf der Hand abbauen hier. Die Hacke, der hat jetzt 1470 und wenn ich darauf schlage, der Durability geht nicht runter. Aber irgendwie will man hier Fackeln setzen. Aber hier scheint kein wirklich spektakulärer Nether-Eingang. Ganz viel Glowstone, was ich bekomme. Oh! Das ist aber gefährlich. Granit, nee, nicht Granit. Ich will erstmal Netherrack haben dafür. Netherstein. Da, zack, rein. Netherstein. Da brennt oben. Ich grab mal hier mit dem Netherstein ab. Da hat er das Portal hingestellt. Das ist eine relativ ruhige Gegend hier. Ich grab erstmal. Oh, was ist das denn? Netherquarz. Netherquarzerz.
Da geht's runter. Ich glaube, da gehe ich jetzt mal nicht hin. Grab mir das Quarz hier ab. Bringt sogar Erfahrung, das nächste Quarzerz abzubauen hier. Da liegt noch mehr davon. Aber ich muss mal mich dann so langsam voraustasten. Jetzt den ganzen Stein hier abbauen. So viel Netherstein hier. Weit und breit kein Gast zu hören. Warum denn? Ich habe auch normal gestellt. Das scheint wirklich eine relativ ruhige Gegend zu sein, wo ich ins Nether gekommen bin. Aber wie komme ich jetzt nun da runter? Kann ich mich hier runtergraben? Na, da so nicht. So, vielleicht runtergraben mit so einem 3x3x4 Dingen. Geht ziemlich schnell, hier den Netherstein abzubauen. Seelen dann gibt es ja auch im Nether. Jetzt bin ich wirklich im Nether drin. Da muss ich merken, geht's hier hoch. Soll ich das irgendwie markieren? Markiere es mal hier mit Bruchstein. Mit Netherstein kann man das hier nicht markieren. Weil Netherstein ist hier überall. Ich glaube, die Sichtweite muss ich auch ein bisschen erhöhen hier. Ein bisschen was hier sieht. Sieht man nämlich ein bisschen was. Da sind Zombie-Pigments. Hier ist noch mehr Glowstone, aber Glowstone kann man halt mit Spitzhacke nicht schneller abbauen. Da sind rote Pilze. Da kann ich mich auch eine Pilzsuppe herstellen mit roten Pilzen. Mal gucken, ob man die Pilze noch züchten kann. Oh, hier dieses Netherquarz kann ich hier abbauen. Wow. Das hier ist die Hölle. Auf Erden. Da unten ist Lava, weit und breit. Weil Glowstone und Seelen, nicht Seelen, sondern das Inventar ist schon wieder voll. Das ist dieses unendlich brennende. Also Netherrack brennt ja sowieso unendlich und am Ende brennt Bedrock am besten, also Grundgestein, das Ende. Das brennt am Ende am meisten. Ich glaube, diese Treppe will ich auch mal hundertprozentig machen. Dahin. Jetzt ist nämlich so die Treppe aufgefüllt mit Cobblestone. Dann sieht man auch ein bisschen besser, dass da hineingeht. Und das baue ich am besten auch zu. Aber hier bin ich in einer Art Innenraum des Nethers gespawnt. So ein Innenhohlraum. Wo ich nicht direkt Gastattacken ausgesetzt bin. Das ist die Höhle hier. Das Gast, die greifen mich hier natürlich nicht an, weil ich auch
weil die mich hier nicht sehen. Als Netarek nicht so resistentes Material. Ich muss jetzt mal wieder in die Normalwelt zurück. Na, bevor ich in die Normalwelt zurückgehe, werde ich jetzt mal auch hier um das Portal herum. Jetzt mal so eine kleine Ausbuchtung rein. Jetzt kann ich rein. Und ich will nicht wieder ins Nether rein. Und jetzt will ich den Boden hier nochmal auf Netherrack bauen. Netherstein hier. Setze ich hier mal hin. Weil ich jetzt hier aus dem Nether natürlich mitgebracht als Aluminium. Und hier die Diamanten zu bauen. Nacht draußen. Wände will ich auch aus Netherstein machen. Wann soll auch hier darauf bestehen? Ich darf von oberirdisch erstmal nichts davon sehen, dass hier alles aus Netherstein ist. Aber ich konnte gar nichts mehr aufnehmen hier. Jetzt mal die Fläche hier. Dass sie alles im Netherstein bauen. Als würde man hier schon das Gefühl bekommen, als wär man im Nether. Ah, verbaut. Jetzt habe ich nur einen Block Abstand, dann muss ich das auf der anderen Seite auch machen. Ich kann gerade keine anderen Blöcke aufnehmen. Wasser. Nervt gerade ein bisschen das Wasser hier, aber also beim Raumbau hat ja auch das Wasser ein bisschen genervt. Das nervt natürlich jetzt auch um den hier ziehen. Das ist schon wieder Oberfläche. Bin jetzt bisher gar nicht mehr wieder an der Oberfläche gewesen. Das natürlich auch noch umbauen. Zeig jetzt mal die Erde wieder aufnehmen. Hier habe ich einen Holzdeckel, deswegen würde ich vielleicht sonst hier auch alles aus Holz bauen. Da ist wirklich die Meterzone. Bis hier soll das dann alles irgendwann werden. Das werde ich eigentlich so in diesem Fall erstmal nicht mehr machen. Stein, wo ist ein Stein? Hier. Netherstein kommt hier auch rein. Netherrack. Noch mehr Kobbel und Granit, Diorit, Andesit. Wertvoll, also kann ich natürlich das Glowstone auch reinpacken. 64er Stack habe ich hier. Ein Pilz, ein bisschen hier rein, ein roter Pilz. 26 braune Pilze. Und da wäre natürlich noch hier Netherquarz. Ein Diamant, 5 Diamanten, ein Eisenbahn. Vielleicht die Schere brauche ich gerade nicht, sehe ich, aber die Nadel lasse ich mit. Das brauche ich gerade nicht, das brauche ich auch nicht.
zwei Brote, mit denen wir ein paar mehr craften. Stellen hier jetzt ein paar mehr Brote her. Ich habe hier noch ein bisschen mehr Weizen. Das habe ich jetzt wieder 8 Brote. Es ist jetzt wieder tagsüber. Übrigens ist da oben noch ein Holzblock. Hier ist noch Holz. Sieht man hier was mit dem Netherrack? Ja, da sieht man Netherrack. Das muss ich hier erstmal ein bisschen unsichtbar machen. Weil das hier nicht mehr sieht hier. Sieht nämlich unschön aus, wenn hier Netherrack an der Oberfläche sichtbar ist. So, dass wir hier zubauen hier. Die Küste werde ich jetzt hier sinnvoll erweitern. Hier. So lasse ich aber die Küste ein bisschen erweitern. Also sieht das auch ein bisschen hässlicher aus. Deswegen werde ich das auch hier wieder in Erde hinsetzen und zubauen. Und das sieht auch noch ein bisschen gerade aus. Das soll ja auch noch ein bisschen küstenmäßig aussehen hier. Soll richtig ein bisschen natürlicher Galaktisch mal aussehen. Sieht doch schon ein bisschen besser aus. So könnte die Natur das heute schon akzeptieren. Hier raus. So ist einfach die Küste ein bisschen abgeflacht worden. Das ist Mittag und ich bin bei 17 Minuten Aufnahme. Verletzt der Diamant 13. Das ist schon mittlerweile gewachsen hier, Zuckerrohr. Eisen ist auch schon fertig. Von meinem kleinen bisschen Hunger stillen. Aber eigentlich will ich gerne auch mal andere Materialien haben. Das alles hier zwei Blöcke hochgewachsen. Ich hab nicht alles bekommen. Ne? Wir können natürlich jetzt die Menge an Zuchtmaterial erhöhen. Da steht mein Haus. Und dann sind wir wieder zurückgegangen. Ne? Also keinen Raum da unten drunter mehr bauen. Mal hier mal Samen rein. Sollte erstmal jedes Feld beackert sein. 8 Samen sind übrig, nur unten drunter geht es jetzt glaube ich nicht mehr. Ich wollte hier eigentlich unten drunter noch einen weiteren Raum machen, aber diesen Plan habe ich jetzt erstmal über Bord geworfen, weil hier unten drunter diesen Netherportal und jetzt werde ich das alles wieder umbauen. Mit dem Netherportal hier. Weil ich will ja gerade nicht ins Nether. Hier müsste ich ja noch was hinsetzen. Hier kommt noch alles weg. Ich glaube, hier wird nach da alles weg, weil ich hier alles erstmal auf dem Netherrack haben will. Das ist einfach nur zum Hochkommen. Vorher hole ich mir ein bisschen erstmal das Netherrack wieder. Hier sind die Netherracks.
dann einfach wie ein bisschen netter wieder aus hier. Wie alles schon noch netter weg ist. Das ist natürlich wieder ein bisschen Granit. Kommt so langsam hier beim Netherraum voran. Bin aber schon wieder bei 21 Minuten. Das heißt, wir beenden auch innerhalb der nächsten Minute. Das würde bedeuten, hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Wieder für Daumen nach oben. Dann teilt das Video, damit ich mehr Aufrufe bekomme. Und ein Favorisieren würde auch freuen. Genauso auch ein Abo wäre gern gesehen. Bis dann. Und ciao.